Wir melden uns heute von der Küste Floridas für den großen Preis von Miami. Dies ist die 11. Formel-1-Strecke in den Vereinigten Staaten und die Tribünen sind überfüllt mit Fans, die sich auf ein fantastisches Rennen freuen. Das Miami International Autodrome mit seinen 19 Kurven und 5,4 Kilometer Länge liegt an der südöstlichen Küste Floridas und wurde mit dem Ziel entworfen, enges Auffahren zu ermutigen und gleichzeitig den höchsten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Die Fans werden sich freuen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Carlos Sainz von der Pole und Charles Leclerc steht auf P2. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Verstappen, Hamilton, Sergio Perez und Russell, Fernando Alonso, Bottas, Mick Schumacher und Pierre Gasly, Magnussen, Norris, Daniel Ricciardo und Ocon, Joe, Vettel, Yuki Tsunoda und Alexander Albon. David Beckmann, Stroll, Latifi. Hier gab es eine Gridstrafe. Und die einzig wahre. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Gleich geht's los mit dem Rennstart. Vorher allerdings noch eine Frage an dich, Stefan Römer. Welche Strategien sind beim heutigen Event zu erwarten? Es gibt eine Menge zu beachten, wenn der Fahrer und sein Team in ein Rennen gehen. Reifenmanagement, Benzinmanagement, ERS-Management. Die Liste ließe sich ewig fortführen. Doch ich denke, der Schlüssel für den Sieg heute liegt darin, wie die Fahrer sich ihre Boxenstopp-Strategie zunutze machen. Gehen sie zu früh in die Box, müssen sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal rein. Warten sie zu lange, haben sie für den Großteil des Rennens einen Nachteil. Und damit herzlich willkommen zurück zur F1 22 My Team Karriere mit mir, dem Ray. Ja, die einzig wahre ist wieder am Start und wir starten tatsächlich vom letzten Startplatz, denn ich habe das in die Tat umgesetzt, was ich auch gesagt habe am Ende der Qualifying-Folge. Ich habe komplett neue Teile geordert. Wir haben einen komplett frischen Motor, denn wir werden so oder so ziemlich weit hinten gestartet. Beim offiziellen Ergebnis waren wir ja Zweitletzter. David Beckmann, unser Teamkollege, war Letzter. Der steht jetzt aber allerdings ein bisschen weiter vorne, weil ja Stroll und Latifi auch eine Strafe hatten. Aber sei es drum, machen wir das Beste draus. Die letzten Rennen waren ja alle nicht so von Glück gesegnet. Australien, super Pace gehabt, am Ende selber weggeschmissen. Imola, ja, reden wir nicht drüber. Imola war ein reines Erfahrungssammeln-Rennen. Ich hoffe auch immer noch im Nachhinein, dass ich euch da nicht zu sehr gelangweilt habe. Es ist halt immer ein schmaler Grat zwischen, ja, du willst halt diese Echtheit, diesen Einfluss haben, Fehler und Konsequenzen musst du tragen. Und das kann halt mal sein, dass du dann hinterher gurkst. Andererseits will man natürlich auch in diesem Projekt unterhalten. Das ist ja auch immer noch ein Let's Play und Projekt, na, ganz klar. Aber ich denke, wir müssen da einfach die lange Sicht sehen, wenn wir dann in ein, zwei, drei Saisons zurückblicken und dann sagen, hey, wisst ihr noch, wo wir quasi Haas von 2021 waren oder Williams von 2019 oder so, wo wir einfach nur hinten rumgedümpelt sind als Team. Wir entwickeln uns, ja. Also wir sind noch ganz früh in der Saison. Es geht in die richtige Richtung, denke ich. Die Pace war, glaube ich, ganz gut. Qualifying ein bisschen, ja, den typischen Ray halt wieder gemacht. Man kennt es nicht anders. Ist aber auch egal, ob es Formel 1 ist, ob es Assetto Corsa Competizione oder ob es iRacing ist. Ich kann aber kein Qualifying, ja. iRacing, bestes Beispiel. Bin ich ja Teil der All-Star-Truppe des offiziellen Porsche eSports Supercups von Porsche eingesetzt. Mega Ehre für mich. Aber du hast es auch meistens so. Quali verkacke ich und dann im Rennen so die dritte, vierte Rennrunde ist meistens schneller als meine Quali-Zeit, ja, Wahnsinn. Egal, ich will nicht zu sehr in Worte verfallen, wir gucken rein in die Rennstrategie und ja, das ist mal wieder so wie in Australien. Lass mich das mal kurz gegenchecken. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie wir das am besten machen, genau. Nee. So, und das kann man dann wegmachen, genau, und dann gucken wir hier. So, okay, wäre 2,5 Sekunden schneller. Also nicht so krass wie in Australien. Aber lass mich auch das nochmal kurz überprüfen. Uh, 458. Italia, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist ein Zeichen. Ja, dann machen wir das. Dann sind es sogar fast 3 Sekunden. Ja, probieren wir es mal. Dann können wir switchen. Können wir immer noch merken, wenn wir merken, so Runde 13, 14, die Mediums sind zu krass. Oder Safety Car kommt oder so, können wir immer noch dann auf die harten switchen. Aber auf jeden Fall nicht mehr als 10 Runden auf den Soft, das können wir uns merken. Und was ich noch gerne umstellen möchte, ist, weil es dann doch ein bisschen kühler geworden ist, glaube ich, von den Temperaturen. Wobei, jetzt steht Strecke 35.
Ich würde trotzdem überall mal einen Klick mehr gehen. Probier's mal. Ist ein Risiko, hab's nicht getestet, aber ein Klick sollte nicht die Welt sein. Ja, nicht lang schnacken, machen. Wir gehen rein in die Einführungsrunde. Ja, wer das Qualifying nicht gesehen hat, also neben dem schlechten Ergebnis du dich wunderst, warum mein Teamkollege, also David, einen lila Flügel hat oder ich auch. Ja, in Real Life haben die meisten Teams beim Miami Grand Prix so ein bisschen fancy Farben aufs Auto geballert und da dachte ich auch, komm, das mache ich jetzt auch. Außerdem finde ich ja unsere Leimfarbe, wie ich sie ja nenne, also unser Gelbgrün, ist geil in Kombination mit der Farbe, deswegen kann man das ja mal machen. Das habe ich mir so gedacht. So für das eine Rennen jetzt, ne? Vielleicht bringt's Glück, man weiß es nicht. Schauen wir mal. So oder so, wird ein schwieriges Rennen, glaube ich, unabhängig von der Pace. Ich glaube auch wieder, wenn ich es richtig überblickt habe, uns fehlt so ein bisschen die Topspeed. Gerade in Miami sehr wichtig. Und ja, das Problem ist halt, unsere direkte Konkurrenz Williams und Aston Martin haben halt einfach mit dem Mercedes-Motor ein ganz gutes Aggregat. Deswegen mal gucken. Also wichtig wird es sein, im DRS zu bleiben, gut ERS zu managen, lieber auf eine starke Attacke setzen und dann irgendwie so Position gewinnen. Also wirklich einmal auf einer Gerade voll ERS durchballern, dann wieder ein bisschen durchs DRS versuchen dran zu bleiben und irgendwie so halt. Müssen wir mal gucken. Wird schon schief gehen, ja. Oder beziehungsweise ich hoffe nicht. Es muss mal wieder so ein bisschen Erfolgserlebnis her. Ich meine, wir haben jetzt ein paar Rennen gefahren. Cheddar war geil, aus eigener Kraft, gutes Ergebnis eingefahren. Bahrain war Chaosrennen, gutes, bis jetzt bestes Saisonergebnis, aber nicht wirklich aus eigener Kraft geschafft. Ja, Australien, super Pace gehabt, da wäre richtig was gegangen, aber dann selber verschuldet. Und dann halt Imola, wie gesagt, reden wir nicht drüber. Deswegen, heute setze ich mir selber Ziel, Konzentration, Headdown und Vollgas und aufpassen an den entscheidenden Stellen. Ich brauche unbedingt mehr Temperatur in den Reifen. Ich mache mal Stiff ein bisschen hoch für den Start. Stellen wir dann gleich wieder runter. So oder so auf jeden Fall wünsche ich dir ganz viel Spaß und die bestmögliche Unterhaltung beim großen Preis von Miami hier in dieser F1 22. Meine Teamkarriere mit unserem PXR Racing Formula One Team. Nein! Okay, 0,1. Schade. Egal. Nee, kein guter Start, sagen wir mal ehrlich. Na, zu dritt will ich da nicht rein. Also da wäre eine Lücke gewesen neben Stroll, aber ich glaube nicht, dass das gut gegangen wäre. Aber guck mal hier, direkt gegen Latifi, wichtig. So, machen wir gleich die Temperatur dazu. Mein echter Rennfahrer hat auch, oder echter Formel-1-Fahrer hat auch die Reiftemperaturen auf dem Display. Und die brauchen wir auch. Es wird hart gegen Latifi. Der Mercedes-Ding hat schon mehr Bums. Alter, okay. Das ist ja mal der Übel-Dive. Ey, die KI ist zum Teil so aggressiv, ne? Also, kann auch von Glück reden, dass der Flügel noch ganz geblieben ist bei ihm. Aber es ist natürlich jetzt schade. Dadurch haben wir wieder eine Position verloren. Und jetzt halt die berühmte Kurve 15, 16, 17. Ich glaube, das sind die Nummern. Da staut sich's jetzt halt. Da haben wir wirklich den berühmten Ziehharmonika-Effekt per excellence. Ja, das war jetzt natürlich scheiße, dass Latifi da so eine Assi-Aktion gerissen hat und dafür auch noch belohnt wird. Und ich quasi defensiv geblieben bin. Aber gut, Rennen ist lang. Wie gesagt, Head down. Gucken wir mal, was geht. Reifen sind auch immer noch nicht perfekt auf Temperatur.
oder Betriebsfenster. Man muss so Richtung, also mit Medium sollten wir schon so Richtung 90 Grad Kerntemperatur kommen. Weil wirklich das Gefühl, die KI hat weniger diese Temperaturprobleme als, aber naja, egal. Dafür haben wir andere Vorteile, vielleicht. Leclerc ist hinter uns, immer Konda hat's gekracht. Wie man sieht, also auch da vorne kann es mal schief gehen. Komm. Das ist ein Geduldsspiel hier. Die werden sich jetzt halt alle gegenseitig DRS geben. Das wird jetzt echt interessant. Aber wir dürfen auch noch nicht unser Ziel vergessen, dass wir eine alternative Strategie im Auge haben. Und die könnte uns auch am Ende viel bringen. Gucken wir mal. Und noch ein bisschen Angst, hier Vollgas zu geben. Das Auto ist noch schwer und in der verwirbelten Luft dann vielleicht auch nicht so viel Anpressdruck. Ich denke, nicht, dass dann mir auf einmal das Auto wegdreht. Aber Auto fühlt sich super an. Also dem her, lange sich gesehen, glaube ich, könnte es schon ganz geil werden, das Rennen. Es ist halt nur gucken, wie wir den Topspeed-Nachteil ausgleichen können. Sieht doch richtig, wie Beckmann den Aston aufhält. Wir haben halt eine leistungstechnisch gesehen eine Scheißmühle. Seien wir mal ehrlich. Also noch bringt uns der frische Motor noch nicht so viel. Aber ja, ich habe schon mal gesagt, ich finde es irgendwie total geil, dass wir so eine Art Haas-Williams-Geschichte hier erleben, so richtig das Team ganz hinten irgendwo. Und man muss einfach das Beste draus machen. Weil ich sag's ganz ehrlich, das liegt schon auch echt an der Wagenperformance. Und auch wenn auf dieser Gesamtübersichtstabelle die anderen gar nicht so weit weg aussehen, das macht schon einen Unterschied. Und klar, Williams ist nominell sogar schlechter, aber tja, wir fahren nur Powerstrecken irgendwie gefühlt in dem Rennkalender. Und dann gleichen die das easy aus. Aber egal, jetzt gucken wir mal. Wie gesagt, es kommen auch noch andere Zeiten. Und das Rennen ist auch noch lange nicht entschieden. Das ist wieder so ein Geduldsrennen und so ein Taktikrennen. Aber sowas finde ich auch geil. Mal gucken, wo es am Ende uns hin verschlägt. Wir kommen noch nicht in Schlagdistanz. Nein, die kommen einfach besser aus diesen Ecken raus. Problem ist, ich glaube, wenn ich zu viel riskiere, dann mache ich zu viel Spin auf die Hinterachse. Kommen dann erst recht trotzdem nicht besser weg und es kostet halt Reifen. Und das wollen wir ja vermeiden, weil wir wollen ja eine reifenschonende Strategie fahren. Da kracht es da vorne schon fast. Ja, David hat halt das gleiche Problem. Der hat halt auch diese Power nicht, ne? Vorsicht. Ich glaube, ich gehe doch mal eins höher hier. Innen rein macht, glaube ich, keinen Sinn.
Na klar, och Mann. Ey, das gibt's doch aber auch nicht. Oder jedes Mal, wenn die kämpfen, die bleiben gefühlt stehen in den Kurven. Das ist der Wahnsinn. Ey, sorry, Leute, ist schon wieder ein gebrauchtes Rennen. Ja, das muss man durchfahren. Och, das gibt's doch nicht, oder? Boah, das wird so hart. Jetzt muss man so viele Runden durchfahren. Ey, aber das ist doch unglaublich, oder? Ich meine, klar, ich sehe die kämpfen. Das Problem ist, ich kann ja nicht übelst wegbleiben. Oh, schon wieder die gleiche Scheiße, dass ich in den Vordermann reinrasse. Aber er bleibt halt gefühlt halt einfach auch stehen, ne? Was will ich denn machen? Och, Mann. Es ist frustrierend gerade ein bisschen. So viel Spaß, wie es macht, aber... Ja, das wird jetzt ein ziemlich ekelhaftes Rennen. So lange auf hart fahren. Also kein Strategievorteil schon mal. Perfect job on the turn in there, mate. Looks like a nice stop time. We're happy with that one. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Und bei der Boxenausfahrt aufpassen. Haben wir Quali schon keine gute Erfahrung gemacht. Ja, das wird jetzt interessant. Mann, egal. Jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht bei der freien Fahrt irgendwie was machen können. Diese Einstellung hat einfach gar nichts gebracht, ne? Mit dem Reifentemperaturen. Hier habe ich trotzdem arschkalte Reifen aus der Box raus. Ah, es wäre halt so wichtig gewesen, sich durchs DRS ziehen zu lassen, ne? Ey, ich sage jetzt nicht, dass da gleich ein Safety Car kommt, ne? Bin ich echt sauer. Weil jetzt gerade eine gelbe Phase ist und einer ziemlich langsam ist. Das gibt's nicht, oder? Alter, wie langsam das Delta ist. Alter, gleich eine Strafe, wenn du... Alter, was für ein scheiß Delta. Okay, also das Rennen läuft halt mal einfach gar nicht für uns. Naja, aber immerhin, wenn jetzt auch einige auf Harte vielleicht in die Box gehen, dann haben wir jetzt nicht so einen wahnsinnigen Nachteil. Wir sind ja dann gleich wieder dran an der Kolonne. Aber trotzdem... Ah, ey, es tut mir so leid, als aus der Entertainer-Sicht gesehen. So aus der Fahrersicht, okay, es gehört halt dazu, ne? Bist du halt mal unten, das ist wie... Ja, selbst im Fußball. Bist du mal unten in der Tabelle, dann klebst du da geförmlich unten nur drin. Right, drop your speed. Our delta's too low and we're gonna risk a penalty. Slow your pace immediately. Aber eben aus der Unterhaltungssicht ist das halt so frustrierend. Ja, der darf jetzt trotzdem vor mir raus und ich bin trotzdem letzter. Okay. Car ahead's coming to fit the mediums. Car ahead now running medium tires. Okay, overtake the safety car. Mach da mal eine Vollbremsung. Ja, Leute, das ist egal, auf jeden Fall sind wir wieder dran. So muss man es ja aussehen. Allerdings sind wir jetzt halt nicht unbedingt auf der besten Strategie. Wir müssen auch gucken, dass die Reifen warm kriegen. Gerade die harten warm zu bekommen. Oh je, oh je. Na, mal gucken, wie sich das Rennen noch entwickelt. Nicht verzagen, positiv bleiben, auf die eigenen Stärken bauen. Meint ihr, ich darf vorbeifahren an ihm? Okay, jetzt ist Delta eh weg. So quasi, wenn ich vom Delta her vorbei dürfte. Aber guck mal, wo David ist, ne? Weil der auch, glaube ich, nicht in die Box ist. Hat es den jetzt richtig vorgespült. Aber Stroll hat Soft geholt. Der muss ja auch noch dann nochmal in die Box. Also, naja, mal gucken. Mal gucken, wie sich das Rennen entwickelt. Dadurch ist es eh alles ein bisschen durcheinander. Es wäre nur lustig gewesen, wenn... ich das hätte quasi mit dem Safety Car verbinden können, ja, mit dem Wechsel, dann wäre vielleicht sogar gar nicht so schlimm gewesen, aber naja, so ist jetzt auch besser wie gar kein Safety Car, sagen wir es mal so, weil so sind wir wieder dran an den Party People.
aber trotzdem. Blöd, blöd, blöd. Ja, bei allen. Ja, wobei es sollte eigentlich reichen, bis zum Restart wieder dran zu sein, wenn es jetzt reingeht. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt schon reingeht wieder. Okay, es geht doch noch nicht rein. Aber vielleicht besser, wir sind nämlich doch noch nicht dran. An der Kolonne. Puh, ja. Gucken wir mal. Die harten Reifen, das ist der Vorteil, die sind ziemlich hitzeresistent. Also wir können eigentlich in den schnellen Kurven schon ziemlich hart rein. Knallen, denke ich. Sollst du mal gleich dran an der Kolonne. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir die Reifen am besten auf den Temperaturen halten, wo sie jetzt sind. Das wäre optimal. Aber wir müssen das Rennen durchfahren halt, ne? Das wird. Wobei ich glaube, die Harten können das. Ich glaube, die Harten könnten so lange durchhalten. Ich glaube, das geht schon. Okay, let's catch up to the field a bit. We're dropping too far back. Remember, we need to stay within 10 car lengths of the next car. Ich bin schon Vollgas. Hallo? Okay, also. Zweite Chance. Kriegt man auch nicht alle Tage. Gucken wir mal, was geht. Aktuell sehe ich keinen mit Harten. Ah, doch, der Ferrari ist mit Harten vor uns. Aber gut, Ferrari. Ist halt so langsam hier. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember there's no overtaking until the timing. Vorstellen, dass wir noch nicht mal durch die letzte Kurve sind, geben die schon wieder Gas. Aber egal, alles cool. Vielleicht können wir ja trotzdem schaffen, irgendwie dran zu bleiben, weil das Feld wird sich ja trotzdem stauen irgendwie. Okay, let's go. Okay, clear. Nicht auf die Curbs, die sind zu hoch, um darauf zu fahren. Ja, du merkst halt schon, ne? Der Alpine ist schon nochmal eine andere Waffe. Halt hier staut, Wahnsinn. Aber man kann es halt nicht nutzen hier zu seinem Vorteil. Leider. Strong, but be aware these tires need to go the distance.
I know, Mark, I know. Ja, der Williams hat da, glaube ich, ein Problem. Oder er hat einfach das Problem, dass er halt gerade attackiert wird und defensiv bleiben muss und dadurch halt keine Chance hat. Okay, so the car behind has come in. They're now on the soft tyre. Soft tyres on the car behind. Ist halt krass, wie die Power fehlt halt, ne? Es ist okay, the stewards have now enabled BOS. BOS is now online. Ich muss irgendwie gucken, dass ich halt doch jetzt irgendwie vielleicht mehr Risiko gehe, aber andererseits auch nicht. Ich weiß es nicht. Es ist halt mit den Harten echt so ein bisschen schwierig. Es sind halt keine wahnsinnig geilen Reifen. Ja, ich muss aufpassen, nicht zu viele ERS zu verballern. Also es ist echt ein bisschen ein taktisches Spiel auch, ein Geduldsspiel vor allem. Weil wir halt selber nicht so wirklich aktiv werden können beim Angriff. Aber wir können ganz gut dranbleiben, das ist, glaube ich, ganz gut. Schon mal, auch wenn, glaube ich, der Williams da vorne so ein bisschen aufhält. Aber so eine Riesenlücke entsteht jetzt auch noch nicht. Also ich glaube, wir haben echt ein bisschen Glück im Unglück gehabt mit der ganzen Aktion. Weil, ich, also ganz ehrlich, das will ich nicht mal auf meine Kappe nehmen. Es ist einfach so, man rechnet halt nicht mit so einer übelsten Vollbremsung. Alter, wie langsam. Aber ja, da muss ich halt echt ein bisschen vorsichtig sein, dass wenn vor mir irgendwie ein Angriff ist oder so, dass die dann halt irgendwie voll abbremsen oder so. Keine Ahnung. Ich komme aus der Ecke leider nicht so gut raus. Das kostet mich echt der Abstand immer so ein bisschen. Mal gucken. Das war zu spät. Boah, Glück gehabt. Ich würde sagen, das war jetzt echt ein bisschen zu spät. The car behind you has just come in for the hard tires. Car behind running hard tires. Der Stroll geht's auch rein. Ja, der hatte eh nur Soft, der hätte so oder so rein müssen. Aber ich glaube, der hatte auch ein Problem vielleicht. Irgendwas stimmt aber auch mit meinem Auto gerade irgendwie nicht. Irgendwie ist komisch gerade. Auf der Bremse. Hm.
Da gucken wir mal. David, das wird halt auch nur durchgereicht. Das sieht man halt auch schön an ihm, wie scheiße unser Auto halt einfach auch irgendwie ist, ne? Ja, so geht's halt natürlich auch, wie es Ocon macht. So, ja, müssen wir mal gucken. Ja, guck mal, der Williams gegen den Alpine auch, weißt du? Das ist so krass einfach. Nix kann die Schüssel, aber einfach Power haben. Das reicht in vielen Fällen. Was machen die? Ja, das ist natürlich Missverständnis Deluxe zwischen den beiden. Ein bisschen freie Luft ist ja auch mal vielleicht nicht schlecht hier. Eine Kacke zusammen hier. Irgendwie fühlt sich was komisch an im Auto. Ich kann es aber nicht erklären. Aber es liegt wahrscheinlich einfach an den Harten. Ja, jetzt sind alle in der Box hinter uns gewesen. Sie werden jetzt alle durchfahren. Das heißt, das Rennen wird jetzt rein nur darum gehen, ja, zu gucken, wo es am Ende, für was es am Ende reicht. Also die werden jetzt halt versuchen, dann alle zu attackieren. Also im besten Falle eigentlich jetzt direkt am Anfang gar nicht lang gegen Alonso kämpfen, weil kämpfen kostet Zeit, sondern eher ihn nutzen, um vielleicht ein bisschen DRS von ihm zu klauen und dadurch vielleicht den Topspeed-Nachteil auszugleichen. Irgendwie so. Er wird reindiven. Ich hab's gesagt, das kommt so. Aber wie gesagt, jetzt vielleicht nutzen, hinten dran zu bleiben, auch wenn ich nicht glaube, dass ich mit dem Alpine lange mithalten kann. Aber gut, es sind halt drei DRS-Zonen, drei lange Geraden. Ich muss es nur irgendwie schaffen, in den Kurven einigermaßen dran zu bleiben, aber das ist schon schwer genug, glaube ich. Mal. Schauen wir mal. Eine Runde, der ist gesnackt. Aber der zieht mir trotzdem weg. Ah, jetzt hole ich auf ein bisschen. Wow. Der wird auch viel DRS einsetzen, aber trotzdem. Ja, jetzt bin ich raus auf dem Fenster. Das war abzusehen. Okay, so we're leading our teammate by 18.4 seconds. Gott, das war doof. Kein Sinn, gegen Red Bull zu kämpfen. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das alles... Ja, es ist halt taktisch. Es ist, wie gesagt, ein Geduldsrennen, es ist ein taktisches Rennen. Es ist trotzdem irgendwie schade mit diesem Flügelschaden wieder. Ich will einfach mal so ein sauberes Rennen fahren. Ich will endlich mal mehr Topspeeds. Ja, nächstes Mal stelle ich einfach Flügel komplett runter. Der braucht schon Traktion in den Kurven.
Aber wie gesagt, der Flügel, ich kann ja dann nicht, also ich würde sagen mal, es geht nur zu 30%, hätte ich jetzt gesagt, auf meine Kappe. Klar, ich sehe, das ist ein Kampf, klar, ich bin der, der reinfährt, aber ganz ehrlich, ey, was will ich da großartig machen? Ich glaube, es könnte trotzdem ein gutes Ergebnis werden am Ende des Tages. Wenn wir jetzt natürlich noch einige Positionen verlieren werden in dem Rennen, aber... aber am Ende des Tages könnte es trotzdem noch ein gutes, wie gesagt, Endergebnis werden. Mal gucken. So. Den Körb darf man da nur so ein bisschen streicheln, aber nicht überfahren. Ich fühle mich echt wie so ein... eine zweite Fahrzeugklasse. So gegen Red Bull. Aber immerhin nochmal ein bisschen DRS. Nehmen wir jetzt immer ein bisschen mit. Den Einzelnen. Ah, ich habe da nicht schon wieder hier. Jetzt hat sogar aber auch nicht mehr so gut reingebremst. Also irgendwie. Weil es nicht nur an den Harten liegen. Wobei eigentlich schon, die Harten haben halt echt keinen Grip. Man muss aber denken, wie lang die wir jetzt schon drauf haben. Wir müssen halt echt gucken, dass wir da bis zum Ende gut auch haushalten. Da kann ich nichts dagegen machen. Wieder. Also es ist halt echt so, du kannst nicht mal dagegen groß kämpfen. Weil, ja. Wobei doch, geht sogar. Aber ich glaube, hier merkst du gerade schön bei dem Rennen, was oder wie schlecht unser Auto einfach noch ist. Wie die anderen Teams, die vermeintlichen Mittelfeldteams, einfach so easy an uns vorbei huschen. Schnitte. Keine Schnitte. Ja, Top 10 werden wir nicht bleiben. Also die Illusion nehme ich mal jedem gleich. Dazu geht es, wäre noch zu lang. Dazu ist die Pace nicht. Ich bin aber auch nicht schnell. Also ich habe auch irgendwie nicht so... Ich weiß nicht. Also ihr merkt, ich ringe mit den Worten, weil ich aber einfach auch nicht weiß, wie ich es beschreiben soll. Also irgendwie habe ich halt nicht das Gefühl, dass ich wirklich angreife oder so im Fernkampf, sondern ich bin wirklich hier nur noch am... wie so ein Boxer, der nur noch Schläge kassiert. Also, dass die mich alle geholt, ist klar, aber irgendwie fühlt sich das Auto gerade auch nicht an, als dass ich jetzt wirklich pushen kann damit. Das ist so kurz davor, dass ich das Auto wegschmeiß. So fühlt sich's an. Also, mir fehlt das Vertrauen so ein bisschen. Dieses letzte Vertrauen gerade ins Fahrzeug, ins Setup, um da richtig zu pushen, warum auch immer. Aber wie gesagt, das ist halt genau auch das. Das ist wie in der Realität. Das hast du ein paar schlechte Rennen. Eben diese Dreher und weiß ich was, was sie da alles hatten. Jetzt wieder so ein Flügelknackser. Und du willst halt einfach keinen Fehler machen. Und deswegen, ja, mache ich halt jetzt lieber Piano und ja. Versuch halt eher sachter ans Gas zu gehen, da nicht voll ans Gas zu gehen. Und das kostet halt in der Summe dann Zeit in der Runde. Weil
Eigentlich könnte ich bestimmt viel schneller an der einen oder anderen Ecke fahren. Meine Linie gefällt mir halt auch irgendwie nicht so, aber ja. Hier gehst du raus, mal gucken, ob es noch einen Safety Car gibt. Dann müsste ich fast in die Box sogar. Weil wenn dann das Feld zusammenkommt und ich mit meinen abgenudelten Harten, kritisch. Gerade ein bisschen ruhiger zu sein, mich ein bisschen zu konzentrieren, ein bisschen irgendwie den Rhythmus am Ende doch noch mal reinzufinden. Sag mal so, zu Ricciardo ist der Abstand relativ groß und der McLaren ist jetzt nicht so ultra stark. So, mal gucken, vielleicht mit durch ein Wunder. Naja, mal gucken. Reden wir noch nicht zu früh davon. Ja, Magnussen ist jetzt dann gleich im Fenster. Gerade diese Ecke da hinten raus. Also ich glaube, ich könnte einen Ticken früher ans Gas, aber ich will es nicht riskieren, weil du drehst dich so schnell weg hier in Miami. Nämlich kein Grip. Okay, no issues with tire wear for now. Keep taking care of it. Ja, da wäre jetzt easy vorbeiziehen, da wehre ich mich jetzt auch nicht gegen, macht keinen Sinn. Lieber klaue ich ihm gleich wieder das DRS. Oder er schenkt es mir, kann man so reden, wie man möchte. Vielleicht bin ich auch zu viel Flügel gefahren. Weil wenn man bedenkt, wie gut ich dann doch gefühlt in den Kurven mithalten kann, hätte ich vielleicht 2-3 Klicks weniger Flügel fahren sollen. Also das kann ich mir auf jeden Fall auch mal auf die eigene Kappe schreiben. Aber ja, jetzt gucken wir mal. Mit Magnussen kann ich mich vielleicht ein bisschen besser halten im DRS. Schauen wir mal. Noch mal in der Box, okay.
Komm, da kann doch jetzt noch was gehen. Wir könnten vielleicht sogar unsere ersten Punkte einfahren. Natürlich glücklich irgendwo. Aber, ey, ihr merkt ja selber, ich rede sehr ruhig. Ich rede auch nicht so viel. Ich will jetzt endlich mal so quasi ein Erfolgserlebnis. Ich bin zwar nicht hundertprozentig zufrieden, weil ich mich nicht wohl fühle irgendwie oder nicht sicher genug fühle. Das Vertrauen fehlt so ein bisschen, aber wie schon gesagt, woher soll das auch herkommen nach den letzten desaströsen Ergebnissen? Und jetzt halt wieder mit diesem Flügelklatscher. Das hat mir schon ein bisschen das Selbstvertrauen gekillt. Und deswegen, ich will jetzt einfach nur alles richtig machen. Uns ganz gut gerade im DRS halten von Magnus und das ist geil. Dadurch können wir unseren Topspeed-Nachteil ein bisschen ausgleichen und vergrößern sogar den Abstand gerade zu Ricciardo. Sehr nice. Reifen ist relativ hinten rechts, ist ein bisschen mehr. Sonst alles cool. Oh, viel zu spät eingelenkt. Die haben halt auch nicht mehr diesen Grip-Dinger. Die lenken nicht mehr so direkt ein. Ist erst so ein Trägheitsgefühl beim Einlenken. Es könnte sein, dass er raus ist aus dem Fenster. Das war jetzt der Fehler, den es nicht gebraucht hätte. Das war auch nicht gut gefahren meinerseits. Come on! Das könnte doch mal so ein schönes Erfolgserlebnis sein. Zwar nicht aus eigener Kraft in die Punkte, aber als das Team, was wir aktuell sind, müssen wir ja so nur mit Glück irgendwie Punkte mitnehmen. Also ich glaube dran. Man muss dran glauben. Man darf nicht zu pessimistisch sein. Aber wie schnell kann man sich hier mal wegdrehen? Ich glaube, jeder, der Miami schon gefahren ist, weiß, das kann schon mal schnell passieren. So. Konzentration. Displays weg, einfach Fokus jetzt, Head down. Okay, gap ahead is 1.6 seconds. Nein. Nein, 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 nein. Nicht wegdrehen jetzt.
Okay, there's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time, and there are so far no plans for a safety car. Was krass, ne? Kaum haben wir kein DRS mehr vom Vordermann, zieht er nicht nur ultra weg, sondern Ricciardo nimmt auch richtig große Sprünge. Mal nach vorne an. Ich fahre aber auch so zaghaft überall, also wirklich jetzt. Ich weiß, dass man hier und da überall schneller könnte und müsste. Also man merkt es vielleicht im Detail, wenn man mal guckt, wie viel Gas ich gebe und wie zaghaft ich aufs Gas aufziehe. Ich bin so gebrandmarkt, einfach von diesen Drehern und so weiter. Und deswegen, ja. Aber genau dieses defensive, zaghafte, ja, schert uns vielleicht heute Punkte ein. Und wie gesagt, man braucht sowas jetzt einfach auch mal, um wieder so ein bisschen Vertrauen zu bekommen. Ist vielleicht als Unterhaltung jetzt nicht so geil zum Zugucken, weil ich halt jetzt quasi selber nichts wirklich aktiv gemacht habe, aber das kommt alles noch. Aufpassen, dass Verstappen noch kommt. Der kommt einen Riesenschritten ran. Hamilton gewinnt, nice. Das zeigt halt auch, wie viel Chaos dieses Rennen beinhaltet auch hat. Wie er ranschießt. Glück hat er kein DRS bekommen. Aber trotzdem. Hat keinen Grip mehr an diesen Reifen. Komm, zieh. Yes! Woo! Nice! Ja! Oh, was für eine Erleichterung, Leute. Oh, was für eine Erleichterung. Dieses Rumgepusse. Ja, Fahrer des Tages, nice. Es war wirklich ein reines taktisches Rennen. Keine Leistung. Flagge. Was für ein erstaunlicher Sieg nach einem fantastischen großen Preis von Miami. Oh, Leute. Ich bin durch. Im wahrsten Sinne. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens.
sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Nach dem heutigen sensationellen Ergebnis übernimmt Charles Leclerc die Führung in der Rangliste. Wer war nach diesem unglaublichen Renntag dein Fahrer des Tages, Stefan? Für mich ist das heute der einzig wahre. Heute hat sich eine Menge getan, aber er war der Einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Ferrari baut den Abstand an der Spitze der Tabelle weiter aus. Und ebenso gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Sprung nach vorn. Wow, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1-Action zurück sein werden. Auf jeden Fall hat Aston Martin einen Sprung nach vorne gemacht. Nein, Mann, unsere ersten Punkte. Unsere ersten Punkte. Und ja, es war, für mich war es echt jetzt so eine Arbeitsgeschichte, ne? Also wie gesagt, es war jetzt keine Spannung drin, es war kein Kampf in dem Sinne drin. Es war wirklich, also mir hat ein bisschen auch das Vertrauen ins Auto irgendwie dann gefehlt einfach. Es ist so, das war jetzt so eine reine Kopfsache. Und es war einfach jetzt so ein Kampf mit mir selber. Nein, Ray, du pushst jetzt nicht mehr. Nicht, dass es wirklich schief geht. Bring das jetzt nach Hause. Das Safety Car, wie gesagt, war Fluch und Segen. Und ja, am Ende hat es halt irgendwie gepasst. Ja. Also, wow. Wow, wow, wow. Und da, das müssen wir jetzt mitnehmen. Das positive Erlebnis einfach. Die ersten Pünktchen. Klar, mit Glück. Ganz klar. Aus eigener Kraft. Never ever. Ihr seht ja, die haben alle viel mehr gestoppt. Aber genau so muss man es halt machen als Hinterbänkler-Team. Wenn mal was passiert, dann einfach da sein, dann absnacken. Ich meine, Williams hat ja am Anfang der Saison auch dadurch direkt mal 6 Punkte oder was sie gemacht haben. Wie viel haben sie? Danach haben sie auch keine Punkte, glaube ich, mehr gemacht. Genau, diese 6 Punkte haben sie direkt in Bahrain abgesnackt, weil das ja auch ein richtiges Chaosrennen war. Also von dem her, nee, das war nicht Bahrain, das war Cheddar war's, genau. Ja, sei es drum. Mega, danke, dass ihr dabei wart, danke, dass ihr mir die Daumen gedrückt habt. Ich verspreche euch, ich werde auf jeden Fall mit mehr Selbstbewusstsein und mehr Stärke und auch wieder mehr mit Kampf zurückkommen, so wie man das auch in Australien gesehen hat, bis zum Dreher und zum Einschlag. Ja, egal, ich ringe nach Worten, ich bin einfach nur mega happy, das ist so ein mega Druck, der jetzt abfällt, nicht wieder das Rennen versaut zu haben. Und ja, mega, ey, die ersten Pünktchen, geil, ich bin aus dem Häuschen. Und ein bisschen sprachlos. Ich lasse dich nochmal mit Highlights alleine und ja, dann bis zum nächsten Mal und das wird ja schon morgen höchstwahrscheinlich sein. Also, mach's gut und bis dann. Däumchen nach oben nicht vergessen. Ciao.